Hey, ich bin Kamran, ich bin 15 Jahre alt und mache gerade ein Auslandsjahr in den USA in der Nähe von Kansas City mit Kulturwerke Deutschland. In diesem Video möchte ich euch erzählen, warum ich mich dazu entschlossen habe, ein Auslandsjahr zu machen, und ich gehe auch ein bisschen auf die Planung ein. Also wenn dich das interessiert, dann bleib gerne dran. Okay, ich beginne mit der Frage, warum ich mich überhaupt dazu entschieden habe, ein Auslandsjahr zu machen. Bei mir war es immer so, ich wusste schon immer, dass ich ein Auslandsjahr machen wollte. Ich weiß nicht warum. Bei mir gab es immer schon so diesen Hintergedanken, dass wenn es die Möglichkeit gibt, dann will ich das machen. Und ich glaube, ich wollte immer dieses typisch amerikanische Highschool-Leben mal erleben, wie man es aus Serien und Filmen und so weiter kennt, weil es einfach immer so cool dargestellt wurde. Und man dachte immer ein bisschen, dass es nicht wirklich so sein kann, weil es einfach, ich sag mal, zu cool ist, um wahr zu sein. Aber es ist halt wirklich teilweise genau so, wie es in Filmen und Serien gezeigt wird. Und ein anderer großer Faktor bei mir war einfach quasi meine englische Sprache. Ich wollte schon immer fließend Englisch sprechen können, quasi wirklich auf so einem Niveau, dass ich ganz normal quasi Alltagsgespräche mit anderen Leuten führen kann, dass ich mit Freunden einfach auf Englisch reden kann, dass ich Filme und Serien auf Englisch gucken kann. Aber in der Schule bekommt man, glaube ich, Englisch nie so wirklich gut beigebracht, dass man am Ende mit fließendem Englisch rausgeht. Und deswegen dachte ich mir, da bietet sich halt so ein Auslandsjahr einfach perfekt an, um die Sprache perfekt zu lernen und dann auch quasi fließend in der Sprache zu sein und wirklich auch quasi die Wörter zu können, die auch hier quasi im alltäglichen Leben nutzen. An den konkreten Wunsch, ein Auslandsjahr zu machen, habe ich seit circa 2 Jahren, würde ich sagen. Also ich wollte das ja schon immer machen, aber wirklich so den konkreten Gedankengang, dass ich wirklich quasi mich auf einer Suche zu einer Austauschorganisation mache und so weiter. Ich glaube, diesen Prozess habe ich erst seit 2 Jahren, also seit der 8. Klasse. Da hatten wir so einen Informationsabend an unserer Schule, wo es da ein paar Austauschschüler gab, die über ihr Austauschjahr und so weiter geredet haben und über all ihre Erfahrungen, und die waren dann richtig überzeugt und haben dann erzählt, wie toll es war. Und da hat es mich dann ein bisschen gefesselt und da dachte ich, boah, das muss ich machen. Und dann habe ich angefangen, mit meiner Mutter zu reden, sie zu überzeugen, mir das zu erlauben und all sowas. Und als ich dann ihr Okay hatte, das war dann circa ein Jahr vor meinem Austauschjahr, wo ich mich jetzt befinde, das war in der 9. Klasse, da habe ich mich dann auf Google auf die Suche gemacht nach einer guten Austauschorganisation. Dann kam zuerst Kulturwerke. Ich glaube, Kulturwerke war die Organisation, wo ich meinen allerersten Katalog quasi bestellt habe. Ich habe auch ein paar andere Kataloge bestellt, aber im Endeffekt hat mich der von Kulturwerke am meisten überzeugt. Ich glaube, der entscheidende Faktor war da wirklich, quasi bei anderen Organisationen habe ich jeweils immer so einen Katalog bekommen, der so dick war. Und bei Kulturwerke war der ganze Katalog quasi, glaube ich, nur 3-4 Seiten lang oder so. Und am Ende hat mir das gezeigt einfach, man kann so ein Austauschjahr organisieren in einer sehr komplizierten Art oder einer ganz einfachen Art. Und da hat mich einfach das von Kulturwerke mehr angesprochen. Ich finde, die Organisation an sich ist ja schon eine sehr große Sache. Und wenn der erste Schritt schon so kompliziert ist, dass man sich so viele Seiten durchlesen muss, sich so viele verschiedene Faktoren vergleichen muss und all sowas, dachte ich mir, nee, das wird zu schwierig. Und dann bei Kulturwerke war halt alles so einfach. Und vor allem, als es dann wirklich in die tatsächliche Planung ging, hat man gemerkt, wie seriös alles war. Also man hatte einen guten Ansprechpartner. Man hat jede Woche so, wie soll ich sagen, quasi so Zoom-Gespräche, wo man sich unter anderem mit anderen Leuten, die ein Austauschjahr machen wollen, austauschen konnte. Man hat so ein Trainingscenter, quasi so ein Login bekommen, wo man dann quasi seine Unterlagen vorbereiten konnte. Und dadurch, dass man auch immer diese guten Fristen bekommen hat, konnte man sich die Sachen, die man vorbereiten musste, gut einteilen. Und bei mir hat der Prozess dann einfach richtig gut geklappt. Und am Ende hat quasi diese Seriosität, dass ich immer einen Ansprechpartner hatte und es beispielsweise auch viele Bewertungen im Internet gab und ich dadurch halt bemerkt habe, man gibt zwar eine hohe Summe aus, das ist klar beim Austauschjahr, aber da wusste man, hier bin ich sicher und das ist nicht irgendwie so eine Abzocke oder so. Und das hat mich dann im Endeffekt am meisten überzeugt. Und auch wirklich diese Sache mit dem Ansprechpartner und quasi, dass man im Austausch ist mit anderen Schülern, die quasi auch ein Austauschjahr machen wollen, da man sich im Endeffekt einfach sicherer fühlt. Okay, jetzt gehe ich ein bisschen auf die Planung ein, also wie die konkrete Planung bei mir aussah. Ich glaube, bei mir hat die Planung circa ein Jahr vorher angefangen. Da habe ich so eine Mail bekommen mit so einem Link, wie ich mich online einloggen konnte im Trainingscenter. Und im Trainingscenter gab es noch so eine Checkliste mit Dokumenten, die ich vorbereiten sollte, die dann quasi an die Schule weitergeleitet werden. Und dann gab es quasi viele Videos, die mir erklärt haben, wie ich die einzelnen Dokumente und so weiter vorbereiten kann. Und dann habe ich die circa 11 Monate vor meinem Auslandsjahr, musste ich diese dann abschicken, also quasi 11 Monate vorher. Und dann gab es erstmal lange Zeit nicht mehr so viel. Nach ein paar Monaten habe ich dann so einen Englischkurs bekommen, quasi damit ich diese Basics nochmal wiederhole, weil natürlich, klar, man kann schon ein bisschen Englisch sprechen und man hat die Basics ja schon in der Schule mal durchgenommen.
Aber natürlich ist es gut, dass man diese wieder wiederholt. Und deswegen war ich in so einem Englischkurs. Und immer mal wieder sollte man nochmal Dokumente und so weiter vorbereiten. Aber an sich, ich würde sagen, es war ein langer Prozess. Aber an sich, die einzelnen Schritte haben nicht lang gedauert, sondern man musste einfach geduldig sein, da man natürlich auf die Antwort der Schule quasi im Ausland warten musste, auf die andere Partnerorganisation von Kulturwerke warten musste und all sowas. Bei mir war es so beispielsweise, dass ich mein Problem hatte mit meinem ärztlichen Gutachten, aber halt solche Probleme lösen sich. Aber ich würde da jedem empfehlen, sich wirklich an die Fristen und so weiter zu halten, damit man dadurch gut durchkommt, da ich mit Fristen ein bisschen hibbelig bin. Also ich habe beispielsweise meine Dokumente erst ein paar Tage vor der aktuellen Frist quasi angefangen vorzubereiten. Bei mir hat es noch geklappt, aber natürlich empfehle ich jedem, sich frühestmöglich auf alles vorzubereiten. Und ich würde auch sagen, ein Jahr vorher ist die perfekte Zeit, sich quasi anfangen, Gedanken zu machen, bei welcher Organisation man machen will. Aber so spätestens 8-9 Monate vorher sollte man sich dann, würde ich sagen, schon auf eine Organisation vorbereiten, quasi entscheiden, damit man dann auch wirklich in die tatsächliche Planung kommen kann. Als dann wirklich alles organisiert war, musste ich dann wirklich in die tatsächliche Vorbereitung für mein Austauschjahr gehen. Bei mir war es vor allem eine große Sache mit dem Visum, da das wirklich auch eine lange Zeit benötigt, da man einmal nach Frankfurt hin musste und dann auf den Reisepass warten musste und all sowas. Aber wirklich vorbereiten auf mein Austauschjahr habe ich mich so einen Monat vorher. Da habe ich angefangen, Sachen zu kaufen, die ich benötige, wie so einen speziellen Taschenrechner, die hier benutzen. Oder wir haben beispielsweise eine Schuluniform und dafür brauchten wir spezielle Hosen, spezielle Gürtel und all sowas. Und da musste ich relativ viel kaufen. Das war bei mir die größte Vorbereitung, sage ich mal. Aber eine andere Vorbereitung war noch quasi diese mentale Vorbereitung. Also man muss sich mental schon darauf vorbereiten, dass man seine Familie für ein Jahr nicht mehr wirklich sieht, dass man sich mit Freunden nicht mehr so viel austauschen kann. Also natürlich, ich telefoniere oft mit meiner Familie und vor allem mit Freunden und so weiter. Aber dass hier beispielsweise einen Zeitunterschied von 7 Stunden zu Deutschland gibt, bin ich nicht immer in der Lage, mit meiner Familie zu sprechen. Und darauf musste man sich halt im Vorfeld schon drauf vorbereiten. Und einfach, ich sag mal, Abschied zu nehmen von allem. Also wirklich, ich habe mich mit vielen Freunden getroffen, ich habe mit der Familie noch viel unternommen, quasi um einfach so einen guten Abschied zu haben. Und einfach, es ist schwierig, wenn man immer so ein festes Zuhause hat, das einfach hinter sich zu lassen und dann mit einem Koffer quasi auszuziehen. Und das war bei mir quasi diese größte Vorbereitung. Und eine Frage, die ich mir selber noch oft stelle, ist, ob ich im Rückblick irgendwas anders gemacht hätte. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich hätte im Rückblick alles genauso gemacht. Also vor allem mit meinem Wissen jetzt. Also ich weiß, dass ich meine Schule hier sehr liebe. Also die ist sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Weil ich habe hier so gute Freunde gefunden. Ich habe hier tolle Erfahrungen gesammelt. Und ich bin mit der USA auch sehr zufrieden. Vor allem quasi mit der Sprache, die hier sprechen, mit den Sachen, die ich quasi hier erleben kann, wie zum Beispiel, ich war hier zum ersten Mal in einem Walmart und das ist schon eine Erfahrung von jemandem, der aus Deutschland kommt, quasi so einen großen Supermarkt zu sehen. Ich hätte mich wieder für Kulturwerk entschieden. Es gab zwar kleine Probleme hier und da mal, aber die haben sich dann gelöst und im Endeffekt hat dann alles gut geklappt und ich finde, wenn es gut klappt, wieso hätte man es anders machen sollen? Die eine Sache, die ich vielleicht anders gemacht hätte, wäre mein Mindset. Also ich hätte mir nicht so viele Sorgen machen müssen. Also ich habe mir sehr viele Sorgen gemacht. Ich dachte immer, irgendwas wird schief laufen. Vielleicht bekomme ich kein Visum, vielleicht verpasse ich meinen Flug. Vielleicht finde ich keine Schule, vielleicht finde ich zu spät eine Schule. Oder vielleicht klappt hier das nicht, vielleicht bekomme ich keine Befreiung von meiner Schule. Also ich habe mir so viele unnötige Sorgen gemacht. Also klar, Sorgen gehören dazu, aber ich würde jedem empfehlen, sich nicht zu viele Sorgen zu machen. Und klar, es kommen viele Probleme auf einen zu, aber die wird man irgendwie lösen. Also ich habe ja schon diese Sache mit dem Arzt angesprochen. Ich musste dann wirklich in der kürzesten Zeit noch einen Arzttermin finden, also einen Arzt finden, der sich die Zeit lässt, sich um mich zu kümmern, quasi um all diese Tests mit mir zu machen. Diesen Termin bekommt man halt nicht in so einer kurzen Zeit. Und dann hatte ich mir so viele Sorgen gemacht, dass ich dann am Ende von der Organisation irgendwie abgelehnt werde, weil ich die Dokumente nicht vorbereiten kann und so weiter. Aber im Endeffekt hat es dann doch irgendwie noch alles geklappt. Und da würde ich einfach jedem empfehlen, macht euch nicht zu viele Sorgen. Und selbst wenn mal was schief läuft und ihr keine Lösung oder so findet, dann wird es trotzdem klappen. Und das ist die Sache, die ich jedem empfehlen kann. Okay, das war schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einige Fragen beantworten bzw. euch weiterhelfen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und ich kann euch empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Also bevor ich mein Auslandsjahr gemacht habe, habe ich mir viele Videos von Kulturwerke angesehen. Und die haben mir ehrlich weitergeholfen, vor allem auch, um mir überhaupt vorstellen zu können, wie es dort sein wird. Und deswegen abonniert diesen Kanal. Und vielen Dank, dass ihr mein Video geschaut habt. Tschüss!